Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt auf meinem Kanal. Mein Name ist Lexan und wir spielen heute einmal den Route 66 Simulator oder zumindest die Demo. Die Demo möchte ich heute mit euch spielen. Ich wollte ursprünglich den Prolog spielen, der ist aber leider noch nicht auf Steam verfügbar. Kommt dann irgendwie bald. Mal gucken. Deshalb jetzt erstmal diese Variante. Und der Entwickler ist Grande Games und NPC Games und es geht darum, dass wir einen Roadtrip machen werden und mit unserem Auto über den Highway brettern werden, um dort irgendwie Sachen zu finden, wie zum Beispiel Ersatzteile für unser Auto, um es aufzurüsten. Wir müssen Geld verdienen. Wir lassen quasi alles hinter uns und schauen einfach mal, was uns dort auf unserer Reise passiert. Los geht's! Welcome to Route 66 Simulator, a simulator of traveling along the road number 66 in the USA. Your goal is to drive all the way from start to finish. On the way, you have to earn money so that you have something to live on in the process travel, and that you have money for fuel and upgrades to your car. Various random event will be waiting for you. Ich glaube, es ist auch gar nicht so ungefährlich. Da werden auch noch ein paar üble Gesellen auf uns warten. Ich bin nicht ganz sicher. So, mit T können wir schließen. Und hier steht schon auf der linken Seite, was wir machen sollen. Wir sind jetzt offensichtlich zu Hause. Das ist halt unsere Bude hier. Die sieht echt heruntergekommen aus. Ach du Scheiße. Wir haben hier ein Fahrrad. So, wir sollen jetzt Sachen aufheben. Wie zum Beispiel ein Flashlight, ein Fernglas und ich nehme einfach mal alles, was hier so rumliegt, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Oder ob wir noch mehr mitnehmen müssen. So, ich habe eine Taschenlampe. In this game you can interact with many elements, items, characters and vehicles. Talk to every character you meet to learn a bit more about where you are. There are hidden items in each location, so remember to search every room, every cupboard and chest. Okay, das können wir. Looten können wir, Leute. Wir können Sachen finden. Auch wenn ich manchmal ein bisschen blind durch die Gegend eier. Vielleicht klappt es ja diesmal. So, Juice nehmen wir auch noch mit. Bisschen Säftchen brauchen wir bestimmt zwischendurch. Was das hier? Ein Proteinbar, auf jeden Fall. Ich mache mal hier alles auf. Da ist auch noch ein bisschen Money drin versteckt. Money, einfach einzelne Scheine, die sind überall versteckt. Das macht man hier so im Wilden Westen. Deswegen, ja. Nehmen wir was? Da ist nix. So, hier ist scheinbar nichts weiter. Da komme ich jedenfalls nicht hin. Es sei denn, es lag jetzt daran. Hallo, geh zu. Lag es daran? Nein, ich sehe trotzdem nichts. So, Cola und Thunfisch oder so. Hier ist auch noch was, da komme ich aber nicht hin. So, Kühlschrank. Kann ich nicht öffnen. Ja, gut. Oder auch nicht gut. So, haben wir hier noch was. Schere. Kann man bestimmt immer gebrauchen, eine Schere auf dem Roadtrip. Frage mich, warum ich die nicht mitnehmen kann. Was ist das hier? So, Müllsack können wir auch nicht mitnehmen. Nun. Das war nicht dein Ernst. Was ist das denn für eine furchtbare Bruchbude hier? Das ist ja ekelhaft. Also wirklich original Abrisshaus, oder? You're not ready. Ja, das stimmt. Oh Gott, hier ist noch ein bisschen Money. Batterien fehlen uns noch. Hier können wir nicht aufmachen. So, ich nehme alles mit hier. Noch ein Cookie. Ich habe das Gefühl, warte mal ganz kurz, Options, dass die Maussensibilität ein bisschen heftig ist. Oh Gott. So. Resume. Ja, besser, glaube ich. Könnte immer noch ein bisschen weniger sein. Aber gut. So, ich kriege hier gleich Schleudertrauma von dem. Von den zackigen Bewegungen. So, hier auch noch ein bisschen Money. Assemble all the necessary parts to be able to go on a journey. So, dann haben wir oben rechts jetzt die ganzen Shortcuts, womit wir interagieren können. Wir können sprinten mit Shift, B, Binokular. Mit B können wir also unser Fernglas nutzen. Auf Tab haben wir unser Inventar. Wir können Dinge craften. Okay. Wir haben unser Flashlight auf L wie Light. Crouchen mit Steuerung, Interaktion.
Sachen rausschmeißen, Tutorials. Okay, gut. Ich glaube, wir haben alles. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen, ne? So, und hier geht's raus. Ich alles genommen? Zigaretten will ich nicht? Oder muss ich dafür crouchen? Ne. Nun. Interact. Ah, look at this. Hier ist unsere Garage. Garage. Jetzt geht das schon wieder los. With every mile or your travel, your engine parts will wear out. Search abandoned cars, trade with fencers or steal parts to keep your car in top condition. Okay, also unser Auto nutzt sich mit der Zeit ab und wir müssen die Teile auswechseln, reparieren oder sonstiges. Und dafür müssen wir andere Autos untersuchen, durchsuchen oder Dinge stehlen oder handeln oder. Okay, gut, hier kann ich jetzt nichts weiter. Guck mal, wie cool das hier aussieht. Was ein bisschen weird ist, dass man gar keine Landschaft hört. Keinerlei Vogelgeräusche oder Wind. Ich hoffe mal, das kommt dann später noch dazu. Das fehlt jetzt tatsächlich ein bisschen. So, hier ist unser Auto. Das müssen wir jetzt erstmal bestücken mit Dingen. Wie zum Beispiel Rädern. So, wir müssen jetzt alles hier irgendwie reinpacken. Haben wir hier noch was? Das muss bestimmt hier irgendwo hin. Was ist das? Eine Ölkanne oder sowas? Power Steering Pump. Kein Plan. Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Ich bin furchtbar schlecht in sowas. Dann lerne ich heute auf jeden Fall definitiv was dazu. Car Battery. Kann ich mehrere Sachen mitnehmen? Ich kann doch bestimmt. Kann ich immer nur eine Sache tragen? Muss da irgendwo reingehen, da. So. Ich hätte schwören können, man kann auch noch einzelne Sachen. Komm mal, jetzt geht er rein. Ich glaube, diese Gummidinger kann ich erst. Wie kann ich Sachen wieder rausschmeißen? Dropart F. Und wenn ich sage, das hier, Use Item, kann ich das. Nee, das kann ich hier nicht reinmachen. Okay. Na gut, dann holen wir erstmal ein paar andere Sachen. Zum Beispiel den Kühlerfan. Geh rein da jetzt. Hier. Geht auch nicht. Warte. Weil da fehlt noch irgendein anderes Bauteil. Fuelfilter. So. Das hier. Der Kühler. Und das Teil, da fehlt aber definitiv noch der Rest davon. Könnte ich mir vorstellen. Was ist das hier? Airfilter, ist es das? Ne, der kommt hier oben hin. Ah ja, okay. Jetzt brauchen wir noch diese Gummis hier, ne? V-Bild 1 oder so.
Hier. Ich glaube, hier fehlt noch einer. V-Belt 2. Alternator, kann ich irgendwie gucken, wo was fehlt? Nein, bleib drinne. Bitte, nein, mach das nicht. Bitte, mach das nicht. Da ist der Alternator. Ich kann ihn sehen. So, aber jetzt brauchen wir noch ein Gummi. Ich glaube, das ist hier, ne? Oh Gott. Nein! Hallo? Auto? Oh Gott. Oh Gott. Was ist jetzt passiert? Da. Here we go. Jawohl. So, jetzt. Drive to the gas station. Also, ich fahr einfach los. Na gut. Gar nicht laut. Ich mach mal so erstmal, damit ich ein bisschen reinkomme. Ah, schön. Wir fahren jetzt erstmal 1,1 Kilometer. Fahren wir jetzt erstmal Richtung Gas Station. Die ist auf der Seite, okay. Wir müssen also links rumfahren. Nice one. Also das ist schon mal sehr geschmeidig hier, das Ganze. Ich gehe mal hier rein. Ist voll laut. Oh. Okay, ich fahre doch lieber so. Ja, da sind wir. Wieso ist der so furchtbar laut? Ne, war richtig. Handbremse. So. Refuel your car. Ich muss erstmal ganz kurz gucken. Ob ich das finde. Oder ob das wirklich hier hinten drinne war. Oder vorne. Ich weiß es halt nicht mehr, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung. Kann das sein, dass ich mich jetzt schon wieder dumm und dusselig suche? Oder war. Ach, hier war das. Ah, ja, genau. No Nusel. Ich brauche eine Nusel. Wo ist hier eine Nusel? Wo ist die Nusel? Unleaded. Ah, hier. The car is your best friend. Fuel and engine oil require regular refilling, so fill up and change the oil whenever possible. Okay, haben wir überhaupt genug Geld? Nusel. Shit, ja, ich muss noch mal kurz. Haben wir hier vielleicht eine Nusel? Ach, come on. Okay. So. Nice. So, Nusel. Und dann gehen wir hier hin.
So, wir haben, wie viel Geld haben wir denn? Ich sehe es halt nicht, ne? Ich nehme 250. Accept. Kann ich denn irgendwo sehen, wie es meinem Auto geht? Wo habe ich Geld? Habe einen halben Tank. $250 habe ich. Ach so, jetzt raff ich es. Alles klar. Warte, warte, warte. Ich habe 250, okay. Ich nehme jetzt nochmal Nusel. Das war eben der Tank, den ich hatte. Ich tanke jetzt komplett voll. Your money, das würde $260 kosten. Das ist natürlich viel zu viel. Oh Gott. Wir machen mal so 75. Dann habe ich noch 120 Ü. So. Okay. Look around Station. Dann werde ich mal hier. Hallo. Na? Was ist denn mit der Mucke jetzt? Ach, ich gehe hier rüber? Laut. Mit denen kann ich nicht reden. Ich gehe erstmal um die Station rum, ob ich hier noch irgendwelche Sachen finde. Das mag ja sein. Da sollte ich vielleicht nicht hochgehen, ne? Okay, die Musik ist ein bisschen weird. Und hier kann ich nirgendwo interagieren. Was ist hier? Was ist mit dem Auto? Oh! Hier kann ich Sachen finden. Das ist nice. Okay. Jetzt habe ich hier irgendwas gefunden, glaube ich. Nun gut, dann gehen wir mal hier rein. Hallo. Guten Tag. Good morning. Carry this cargo for me and I will reward you handsomely. Okay, mache ich. Put delivery in car trunk and deliver it 2469 Meter to the bartender. Okay. So, ich pack das mal in meinen Trunk. So, mach ich wieder zu, ne? Okay. Put delivery in a car trunk and deliver it. Okay, dann müssen wir jetzt da erstmal hinfahren. Wo müssen wir denn hin? Vermute mal hier lang, ne? Ja. Bäh. Das ist ein Fragezeichen. Wir müssen wahrscheinlich auch immer in diese Richtung. Ich fahre jetzt erstmal zu dem Fragezeichen. Und wenn wir unterwegs irgendwie Autos oder Häuser sehen oder sowas, dann sollten wir unbedingt da anhalten und gegebenenfalls Sachen looten. Ne? Da vorne sind Häuser, da würde ich gerne hin. So, hier muss es ja irgendwie eine Straße geben. V-Belt broken. Ach, na toll. Jetzt haben wir kein V-Belt mehr. Das ist natürlich super kacke. Wir müssen jetzt einen V-Belt finden. Na, was für ein Wunder, dass da vorne Häuser stehen. Das ist ja, was für ein Zufall auch. Krass. Mal, kann ich vielleicht was zu trinken hier reinmachen? Fünf Sardinen, Steine, Batterien, Medizin.
Ja, lass mal gucken. So, hier sind mehrere Fragezeichen. Aber jetzt müssen wir erstmal ein Wiebelt finden, scheinbar. Mal gucken. Kann man hier speichern? Ja, mach ich mal. Let's go. Also, dass hier keine Geräusche draußen sind, das irritiert mich etwas. Aber gut. So, Traps and Dangers. Abandoned locations are full of surprises. One of the nicknames is the traps placed on the ground, so be careful and disarm them slowly. On your way, you will also encounter spike strips and police blocks that will prevent you from continuing your journey. Be careful and try to avoid them at all costs. Ja, weil sonst ist Auto kaputt und ich auch. So. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Auto, was ich gerne erstmal auseinandernehmen werde. Habe ich das denn jetzt mitgenommen? So, wir müssen ja auf Fallen achten. Das ist erstmal sehr wichtig. Da vorne ist auch noch ein Auto. Das nehme ich auch noch mal mit. Hier brennt Feuer. Und es wird ja auch irgendwie auch dunkel. Dann können wir ja vielleicht mal ein bisschen hier bleiben. Vielleicht kann ich ja selber ein Wiebelt bauen. Nee, das gibt's hier nicht. Items used for craftings. Items needed for crafting. Das habe ich jetzt noch nicht so gerallt, wie das hier funktioniert. Okay, das Auto. So, das sind die Fallen, die sogenannten. So. Money nehme ich doch gerne. Und das nehme ich auch alles sehr gerne. Wir hatten ja hier eine Taschenlampe, ne? Okay, so. Lieber noch mal gucken. New Mission. Was für eine New Mission? Hä, was? Ich habe doch die eine noch gar nicht abgeschlossen. So, Package habe ich, wofür auch immer. Was ist das für ein Package? Lost Juice Pack. The campers are eagerly waiting for it. Okay. Oh, wie bald. Na, was für ein Zufall. Gut, dann laufe ich mal zurück, ne? Bevor wir nochmal herkommen. Wo war das Auto jetzt da? Ich laufe erstmal dahin fix. Damit wir mit dem Auto vorfahren können, vielleicht. Und dann gehen wir noch in das andere Haus. Auf Wiebelt. Hier war er. Hallo? Ist das der falsche Wiebelt? Hey.
Jetzt ist der Wiebett, oder muss ich den anderen erst wegnehmen? Ich glaube, ich muss den erst wegnehmen, ne? Wo war der? Ah, ich muss den erst rausnehmen. Dann nehme ich den neuen und mache den da rein. Sehr geil. So, und den alten mache ich jetzt sicherheitshalber erstmal hier rein. Junge! Brennt dir der Helm oder was? Was ist mit dir? Ich muss doch erst... Oh. Moment. So, jetzt. Komm mal hier rein, ne? So, dann kann der andere vorbeifahren. Und ich werde hier auf der Schotterstraße kurz bleiben. So. Okay. So, dann gehen wir hier nochmal schnell rein. Da sind bestimmt noch mehr Fallen, könnte ich mir vorstellen. Hier waren wir. Ja. So. Hey. Benzinkanister. Nice. Den nehme ich natürlich mit. Das ist ja wohl ganz klar. So. Ich mach mal lieber die Lampe an, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch mehr Fallen sind. Und ich will da nicht reintappen. Oh, ein Safe. Wo kriege ich denn die Nummer jetzt her? Wo könnte die Nummer stehen? Könnt ihr mir vorstellen, dass die Nummer vielleicht im anderen Haus ist? Warte mal, wir haben drei Häuser. Moment. Hier ist noch ein Haus. Irgendwo muss sie. Wahrscheinlich ist die Nummer im anderen, in irgendeinem der anderen Häuser. Mal gucken. Und Medizin nehme ich sehr, sehr gerne. No Space Inventory. Warte mal. Also ich erkenne hier nichts, ne? Keine Ahnung. No Space Inventory. Momentchen. Ich versuche mal ein bisschen was wegzupacken. Vielleicht sollte ich auch irgendwas essen. Aber ich glaube, das lohnt sich noch nicht. Was ist das hier? Spreads. Das hier. Ein Shaker. Note.
Paket packe ich auch hier rein. Das ist zu groß. Used to refuel the car. Können wir vielleicht hier noch was reintun? No Nusel. Kann ich das da in die Hand nehmen? Mache ich denn damit jetzt? Drop Item. Ah. Kann ich das in die Hand nehmen? Nein. Na toll. Na gut. Rock behalte ich mal. Battery mache ich hier rein. Saft, kann da rein. So. Das stackt einfach nicht. Die kleinen, okay. Gut, ich guck mal. Wir brauchen die vierstellige Nummer. Ich hätte gern den Safe. Vielleicht sind da richtig gute Sachen drin. Mag ja sein. Warte mal, wo war ich eben? Ich war doch eben noch woanders. Oder nicht? Hätte schwören können, ich war noch woanders. Ist das das falsche Haus? Ah, warte mal, hier ist auch noch was. Noch ein Package. Scrap. Aber keine Nummer von dem Safe. Mist. Ärgerlich. Also die einzige Nummer wäre das hier, ne? Aber das sind 6 Stellen und nicht 4. Kann natürlich sein, dass wir diese Sachen auch erst später finden irgendwo. Warum sagt er replace the V-Belt and keep going? Aber wahrscheinlich, weil ich in die Richtung fahren soll, ne? Mehr sollte ich gar nicht machen. Ja, wir fahren mal weiter. Wir fahren einfach mal weiter. Wo ist die Straße? Look around dive bar. Okay, dann werden wir jetzt da mal hinfahren. Hier ist auch die Straße. You discovered dive bar. So, ich habe super geparkt. Okay, so, dann haben wir hier erstmal ein paar Autos. Ich weiß echt nicht, wo der irgendwas hinsammelt, ne? Also ich habe jetzt hier noch nicht gesehen, dass ich irgendwelche coolen Sachen gefunden habe. So, look around. Hey, na? Oh.
So laut. Warum ist das schon wieder so laut? Ah, hier. Good morning. Archive the right score and you will become the local champion. Ja, okay. Become the champion of New Mexico, the champion of Arizona or Missouri. Missouri. If you archive the highest score in each state, you will become Dart Champion. Okay, dann spiele ich mal. Section 60 down in Arlington. Wie oft darf ich denn? So, become the champion of New Mexico. Nice. So, reicht mir. So, was soll ich hier noch machen? Ich muss irgendwem was zurückgeben, glaube ich. Dover Air Force Base. New Mission? Das will ich nicht. As you search abandoned places, you will find valuable items and other finds. You can exchange them for cash or local merchants. My fighting days are over. No more guessing who's the enemy. I hope my sacrifice means something. And America stays free. Good morning. Accept Mission. People, was muss ich jetzt find? Lost Delivery Package? Habe ich jetzt schon zwei? Deliver all boxes to people from the camp. Okay. Open Store. Hier kann ich Juice kaufen, Limonade, Soda und Proteinbar. Andersrum. Nochmal. Good morning. Das war das, was ich habe, ne? Könnte Sachen verkaufen. Zum Beispiel Steine. Here in Section 60, down in Arlington. Good morning. Okay. So, ich will nicht würfeln. Kann ich mit dir reden? Nein. Die bewegen sich simultan. Das ist irgendwie komisch. Okay, dann fahren wir mal weiter. Wo ist der Ausgang? Okay, noch mal kurz. Car Battery. Oh, den nehme ich mal mit. Ist die vielleicht besser? Wo ist denn die jetzt? Ey, sag mal. Hatte ich die nicht gerade? Wo ist denn die jetzt? Die Car-Batterie. Und wieso sieht das jetzt hier so komisch aus? Wo ist denn die Batterie? Ich habe die doch vorhin eingebaut. Jetzt finde ich die nicht mehr. Einfach despawned, oder was? Ah, Package. Hallo? Na? Wo ist jetzt die Car-Batterie? Nun. Wir fahren mal weiter. Oh, da hat ein Unfall.
Hallo? Sir? Das ist einfach ein Glitch, ne? Okay, ich lasse den mal liegen. Tschüss! So, noch 350 Meter, da ist irgendwas. Aber was ist da? Ein Auto. Braucht jemand Hilfe scheinbar? Hello, ma'am. Good morning. My car is broken. Can you help me? You will find the necessary parts at the junkyard. Just be careful because there are shady types hanging around there. Okay, I can fix this. Will you fix this car? Yeah, I will fix this. Was? You know. Fix lady's car. 20 scrap? Optional, go to the junkyard to find the scrap. Ich habe Scrap. Oh, Minigame, na toll. Oder? Got this. Ich glaube, ich hab's geschafft. Good morning. I fixed this. Oh, thank you so much. I don't know what I would do without your help. Könntest mir ein bisschen Money geben, dann wird's mir vielleicht alles leichter fallen hier gerade. Ein bisschen Money wäre echt supi. Okay, put delivery in car trunk and deliver it. Bartender. Das ist immer noch das, was ich schon hatte. Okay, dann fahren wir da jetzt auch nochmal hin. Halt! Aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. War ich jetzt wieder zurück zu dem? Habe ich da was vergessen? Transportmission. Das heißt, der Bartender, wo wir eben waren, ist der vom Anfang. Okay, wir gucken mal. Habe ich vergessen, dem das zu geben, ja? Da steht immer noch hier rum. Oh, Moment. Das heißt, ich muss die Delivery-Geschichte wahrscheinlich erstmal mitnehmen. Das hier, ne? So. Okay. I have a package. I'm not laying in section 60 down in Arlington. So. Mission complete. Good morning. Nein, bin ich nicht. Gut, also für einen Einblick reicht mir das tatsächlich. Wir würden jetzt hier immer weiterfahren, immer die Route 66 weiter. Und von Mission zu Mission. Ich finde es ein sehr entspanntes Game. Man kann hier schön entspannt durch die Gegend eiern. Man muss halt auf sein Auto achten, damit das hier nicht, was ist da hinten?
Achso, es ist nur der Schein. Damit das nicht komplett kaputt ist, weil dann hast du ein Problem, glaube ich. Aber so im Groben und Ganzen finde ich sehr, sehr, sehr entspannt. Mal gucken, wann der Prolog rauskommt. Da würde ich gerne auch nochmal einen Blick reinwerfen. Aber bis hierher erstmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Angespielt. Macht's gut. Tschüss.